Ja, wir sollten den definitiv erweitern, weil jetzt stehen hier alle doof rum. So, warum wartet ihr beide jetzt hier auf ein freies Gleis? Ah, okay, jetzt verstanden. Gut, alles klar. Ja, und hier wächst und gedeiht es weiter fleißigst. Das finde ich super. Eigentlich müssten wir fast noch ein Umgehungsgleis machen. Ja, wobei, ich glaube, es wird schon gehen. So, wie schaut es hier aus mit euren Bedürfnissen? Oh, ihr habt zu viel Bier. Wie schrecklich. Mit euch möchte ich wirklich nicht tauschen. Wir können uns das immer noch nicht leisten, aber bald. Und dann wird es gut. Beziehungsweise wir können uns das leisten, wenn wir jetzt einfach mal direkt sagen, dass wir Cheyenne anbinden. So, können wir das wirklich einfach so in die Stadt setzen? Ich habe das jetzt noch nicht so 100% verinnerlicht, dieses Bauprinzip. Aber es hat sich ja vorhin so gelesen, dass man mehr Menschen mitnimmt, wenn man es zentral setzt. Ah, die Stadt passt sich an. Sehr gut. Dann machen wir das doch mal so. Setzen wir dann erstmal dahin. Schwing! Und schon können wir uns hier die Brawl Ride leisten. Diese Politiker in Washington rauben einem den letzten Nerv. Aber nun zurück zu deinen Aufgaben hier. Wie du siehst, ist Cheyenne noch ein kleines Städtchen, das auf einen Aufschwung durch den Eisenbahnanschluss hofft. Doch nur wenn eine Stadt mit genügend Waren versorgt wird, zieht sie neue Bürger an. Ja, das glaube ich dir. Einfache Waren erhalten Städte aus dem Umland der Stadt. Errichtest du an den richtigen Orten Bahnhöfe und erstellst Zuglinien, so werden deine Züge für den Transport von Waren genutzt und du erhältst die Transportgewinne. Dazu musst du aber wissen, welche Ware eine Stadt tatsächlich benötigt. Mhm. Du kannst dich bei jeder Stadt über ihren aktuellen Bedarf informieren. Wähle nun Cheyenne und lasse dir den Warenbedarf der Stadt anzeigen. Jo, mach ich sofort. Sekunde. Wie du siehst, benötigt Cheyenne derzeit nur eine Handvoll Waren. Und nur diese Waren kannst du liefern. Wenn die Stadt wächst, fragt sie weitere Waren nach. Im Moment könntest du dich um Getreide und Holz kümmern. Beide Waren sind nördlich von Cheyenne verfügbar. Gut, dann gucken wir doch mal. Da haben wir Holz. Verbinde und da Cheyenne mit einem Holzbetrieb und einer Weizenfarm. Und richte eine neue Zuglinie ein, die beide Betriebe mit Cheyenne verbindet. So, das machen wir nochmal gerne. Hast du hier schon in der Industrie? Du wirst bestimmt irgendwas schon haben, ne? Moment. So, einmal raus da, rein hier. Nein, du hast noch nichts. Ah, wir könnten, haben jetzt leider nicht die Kohle, eine Brauerei zu errichten. Schade! Nun gut, egal, Karl, dann. So, einmal hier die Umgehung. Dann eine neue Zuglinie von hier nach da. Mit einem Löckchen, das wir uns nicht leisten können. Verdammt! Super. Ja, hätte ich doch mal, wäre ich doch mal nicht so gierig gewesen und hätte diese Industrie gekauft. Toll. So, hier gibt es zu viel Bier. Jetzt kann ich mir aber die Lok leisten. Zack. Sehr gut. Die Stadt wird bald wachsen. Wie gut sie versorgt wird, kannst du jederzeit im Stadtdialog sehen. Grundsätzlich wächst eine Stadt, sobald ihr Bedarf ausreichend gestillt wird. Ich glaube, du hast genug gelernt. Erfülle nun deine restlichen Aufgaben. Ja, klingt nach einem Plan. Was mit so wenig Kapital aber bestimmt keinen Erfolg haben wird. Ich hatte zwar geplant, dass diese Unternehmung ein Zusatzgeschäft wird, doch ich werde dir noch ein letztes Mal aushelfen. Huhu, cool. Kleine Finanzspritze bekommen, das ist doch mal sehr schön. Norfolk wächst weiter, finde ich super. Wie schaut's denn hier aus? Du wächst immer noch nicht. Warum nicht? Was fehlt dir denn? Holz und Getreide, guck an. So. Haben wir hier hinten irgendwas von beiden? Na, hier hätten wir Holz. Aber Getreide.
Wir können natürlich einfach noch einen weiteren Zug hier einrichten. Da müssen wir aber hier den Bahnhof upgraden. Ja, komm, wisst ihr was? Wir gönnen uns das mal. Moment, wo ist er? Da. Bahnhof erweitern. Jupp. So, Moment, ich mach mal das Gleis hier parallel. Hä, was? Nein! Ach! Okay, irgendwie habe ich mir das gerade ein bisschen anders vorgestellt. Sekunde. So, wir versuchen es nochmal. Ja, erstmal ein Parallelgleis. So, und dann machen wir eine neue Zuglinie. Von Bishop Landgut nach Omaha. Zack, Lok schon her. Und wir müssen hier jetzt endlich mal, weil sonst kriegen wir hier noch einen Lagerkoller. Ein weiteres Gleis einrichten. Hallo? Moment, ich muss ja eben den Punkt noch ein bisschen zurückversetzen. So, zack. Okay, sollte jetzt theoretisch klappen. Das auch mal mit zwei Zügen fahren. So, jetzt fährt er zum Eingleis. Gut, du wartest hier hinten. Wähle am Gleis, um die Züge anzuzeigen, die den Abschnitt nutzen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Rein theoretisch könnte man den Part jetzt genauso in die Länge ziehen, aber ob das so zielführend ist, weiß ich gerade nicht hundertprozentig, muss ich gestehen. So, du bist, glaube ich, der Weizenzug nach Omaha, ne? Yo. Das ist schon mal sehr gut. Dann dürft ihr auf jeden Fall gleich mal ein bisschen Bevölkerungswachstum kommen. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das mit dem Holz, ob wir da nicht doch mal nochmal tätig werden müssen. Oder ob das mit dem Weizen schon reicht. Ja, es wächst sehr schön. Geht doch. Wunderbar. Was ist hier? Stoppsignale platzieren. Das hatten wir doch schon. Das Thema brauchen wir doch gar nicht mehr. So, wir haben schon 18:65. Dann müssen wir uns mal hiermit beeilen. Denver. Okay, wo liegt denn Denver? Wir drehen mal das Tempo ein bisschen runter. Da fährt doch genau hier. Denver muss mit Fleisch beliefert werden. Jo. Wir gucken mal, von wo wir Fleisch kriegen. Denver produziert Fleisch. Warum? Hä, Moment, ich muss nur noch mal das Ziel anschauen. Beliefere. Ach, mit Vieh. Entschuldigt bitte, ich habe mich verlesen. Ja, das kriegen wir ja wohl hin, oder? So, wir machen erstmal hier einen schnieken Bahnhof. So, zack. Schließen erstmal Denver an Cheyenne an. Oh, 118.000 ist schon eine Hausnummer. Moment, das kriegen wir doch billiger hin, oder? Ja, deutlich billiger. Sehr schön. Warum klappt das jetzt hier nicht? Machen wir so. Zack. So, dann kommt hier beim Bahnhof. Oh, Union Pacific Railroad erhöht Streckenlänge über 1122 Meilen. Ja, sehr geil. So, machen hier mal ein Wartungsgebäude. Oh, hey, ich habe hier noch was anderes vergessen. Versorgungsturm auf der Strecke. Und hier muss auch noch einer hin. Zack. So, eine Zuglinie von Denver nach Cheyenne. Mit einem neuen Lokschen. So, und dann liefern wir doch mal Vieh und könnten hier natürlich Baumwolle hinliefern. Haben die zumindest noch keine Nachfrage? Na egal, wir kümmern uns erstmal ums Vieh. Na, krieg ich beide hin? Ja, mit einem großen würde ich beide hinkriegen. Komm, wir machen es so. Na, komm her, zack. So, welches Gleis habe ich hier? Dann nehme ich natürlich das.
was ich mir nicht leisten kann. Gut, dann verdienen wir erstmal eine Runde Geld, würde ich sagen. Lokomotive verlangsamt, da Betriebsmittel fehlen. Bäh, ja, ich hab's doch schon verstanden. Hier steht doch jetzt schon ein Versorgungsturm. Union Pacific Railroad, neue Anschlüsse. Derzeit 9 Bahnhöfe angeschlossen. Ja, man könnte meinen, wir haben's drauf. So, Cheyenne wächst weiter. Das finde ich super. Na, das können wir uns vielleicht mal irgendwann leisten. Aber bis dahin dauert es leider noch ein wenig. So. Weißt du, dass viele Leute die gewaltige Landstrecke zwischen dem Mississippi und Kalifornien die große amerikanische Wüste nennen? Diese Narren. Wenn meine Eisenbahn alles erschlossen hat, wird sich der Wert dieser Ländereien vervielfachen. Mhm. Ach ja, eine Sache noch. Dein Unternehmen verfügt auch über eine Forschungsabteilung, mit deren Hilfe du neue Lokomotiven und andere Innovationen freischalten kannst. Öffne den Forschungsdialog, um mehr darüber zu erfahren. So, dann hier werden die Fortschritte angezeigt, die in der aktuellen Epoche erreicht werden können. Fortschritte aus früheren Epochen sind meist schon aktiv. Aber was die Zukunft bringen wird, wissen wir noch nicht. Für jeden Fortschritt benötigst du Innovationspunkte, die du monatlich automatisch erhältst und auf verschiedene Weisen steigern kannst. Nun sieh dich hier einmal um und schalte anschließend eine beliebige Innovation frei. Wie wäre es mit einer neuen Lokomotive? Ja, klingt gut. Ist gekauft. Schwing! Mir wird von meinen Gegnern unterstellt, ich würde in meine eigene Tasche arbeiten. Das sind natürlich grässliche Lügen. Und sieh es so, mit dem Profit, den ich mache, kann ich viel mehr investieren. Jobs, Jobs, Jobs. Das klang jetzt irgendwie, als hätten die den Sound einfach nur einmal kopiert, also diese Aussage Jobs. Moment, Lokomotiven ersetzen. Oh, alle, das wären 198.000, kann ich mir gerade noch nicht leisten. So, wir gucken uns das einmal an. Ja, ist ein schickes Löckchen. Wir gucken aber erstmal, dass wir uns hier entsprechend eine neue Zuglinie machen. So, bevor wir die anderen ersetzen, gucken wir erstmal, dass wir hier klarkommen. So, nehmen wir dich. Du bist zwar teurer, aber watch hell the guides. So, Moment hier. Machen wir das einmal so. Und hier machen wir das auch einmal. Gleiches Spielchen. Zack. So, weiter läuft die Uhr, denn wir wollen ja noch ein bisschen Cheyenne pushen. Moment, so. Wir müssen ja noch auf 30.000 Einwohner hier kommen. Noch sieht's gut aus, aber ich sehe schon, Stoffe gibt's mehr als genug. Es fehlt aber an Mais. Warum fehlt es denn an Mais? Dank dir wird Cheyenne aufblühen. Und für jede Meile Gleise, die wir verlegen, erhalten wir 10 Quadratmeilen Land. Die Politiker wissen gar nicht, was für wertvolle Anlagen sie weggeben. Aber das bleibt unter uns. Mhm. Ich muss mich ja mit vielen Konkurrenten rumschlagen. Aber wenn mir eine Person besonders auf die Nerven geht, dann diese Beatrix von Pomp. Was? Du hattest mit ihr noch nichts zu tun? Sei froh, sie haut jeden übers Ohr. Mhm. So, hier sind wir gleich bei der 30.000er Marke. Ausgezeichnet. Juhu! Cheyenne entwickelt sich zu einem bedeutenden Knotenpunkt für die Eisenbahn. Und das ist unser Verdienst. Ja, und das haben wir fein gemacht, ganz ehrlich. So, wir haben noch Omaha mit Rock Springs verbinden. Die Bürger von Denver sind von der Eisenbahn beeindruckt. Und wir haben noch 100 Passagiere ohne Halt von Cheyenne nach Rock Springs. Ja, das sollten wir hinkriegen. So. Moment, ich wollte Cheyenne noch weiter pushen. Warum wollte ich das nochmal machen? Wie wollte ich das nochmal machen? War das mit Rindern? Ne, da haben die keine Nachfrage nach. Ah, mit Zucker hätte ich es geschafft, aber jetzt habe ich mich ja doch dafür entschieden, das leider so zu platzieren. Egal, sei es drum. Wir gucken, dass wir Rock Springs anschließen.
So, das sollte ja nicht das Problem sein. Ja, sollte nicht das Problem sein, sagte er. Moment, wir müssen mal gucken, wie wir die Strecke machen. Da haben wir keine Steigung. Haben wir hier... Oh ja, hier haben... Moment. So, dann verlegen wir das mal... Ja, so, das sieht doch schon viel besser aus. Cool. Nun ist es dir gelungen, die Great Plains zu durchqueren. Ein Meisterwerk. So, dann holen wir uns einen neuen Zug. Von Cheyenne nach Rock Springs. So, und gib ihm. Gucken wir mal. Wir haben noch was zur Forschung frei. Expresszüge. Schön, schön, schön. Moment, was haben wir hier noch? Dienstwagen. Boni von Mitarbeitern. Gut, wir haben zwar noch keine Mitarbeiter. Erforschen das aber mal trotzdem. So, was haben wir denn noch? Okay, wir müssen nur noch 100 Passagiere rüberbringen. Dann haben wir es. So. Moment, von wo nach wo müssen wir die bringen? Ah, genau, von Cheyenne nach Rock Springs, alles klar. Gut, das sollten wir ja gleich geschafft haben. Sehr schön, Cheyenne wächst weiter wie ein Berserker. Dann könnten wir doch... Wollen wir? Nee, wollen wir nicht. Ich hatte erst überlegt, ob wir hier noch was machen, aber nachher zerschießt uns das dann das Ziel. Ach, verdammt, ich habe hier wieder einen Lümmel vergessen hinzusetzen. Zack. Was ist hier? Jede Lokomotive? Ja, die braucht einen Versorgungsturm. Ich weiß es doch. Was braucht ihr denn zum Wachsen? Fleisch habt ihr zu viel, Holz und Weizen und Bier zu wenig. Das ist schlecht. Was ist das hier eigentlich? Ach, Eisen ist das. Okay, alles klar. Und das hier? Salz. Gut, 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 gut. Also ich muss sagen, finanziell läuft es ja Gott sei Dank jetzt schon mal sehr gut. Ich glaube, ich muss mich mal gedanklich ein bisschen davon lösen, dass wir, also ich habe ja bei, wie gesagt, bei Railroad Tycoon 3, da habe ich ja immer so gearbeitet, dass ich sehr viel mit Industrie gearbeitet habe, weil es immer sehr viel kontinuierliches Einkommen generiert hat. Aber ich glaube, ich sollte mich mehr auf das eigentliche Tagesgeschäft hier stürzen. Also du brauchst Holz und Fleisch. Gucken wir mal, ob wir hier was in der Nähe haben. So, Holz. Haben wir hier hinten. Und Fleisch haben wir, glaube ich, auch nur hier unten, ne? Wir könnten jetzt natürlich noch ein zusätzliches Gleis machen, dass wir dir dann dahingehend ein bisschen unter die Arme greifen. Was hast du denn geladen? Oh, ganz viel Bier. Sehr schön. Somit wächst es hier auch weiter wie ein Wahnsinniger. No, Familie Müller hatte ich kontaktiert. So, wo ist denn das? Ja, komm, den kaufen wir mal. So, die Frage ist nur, haben wir überhaupt jemanden, der schon die Nachfrage nach Obst hat? Ich glaube nicht, ab 50.000 Einwohnern erst. Sklaverei abgeschafft. Whey! Sehr schön, ihr braucht Obst, das ist super. Dann machen wir doch mal hier einen kleinen Bahnhof hin. Und hoffen uns mal, dass wir uns das Gleis hier überhaupt leisten können. So, Moment, wir machen das noch einmal so und brechen mal kurz die Planung an der Stelle ab. Denn wir müssten einmal den hier erweitern. Können wir das? Nein, wir brauchen 100.000. Also ich würde den zumindest ganz gerne erweitern. Ja, sieht doch ganz gut aus. Zack. So, mehr Gleise, mehr Dunstkreis. Dann schauen wir mal, dass wir gleich hier unsere Streckenplanung weiterbekommen. Wir können wieder was erforschen. Sehr schön. Eine weitere neue Lok. Mit 40 Meilen Höchstgeschwindigkeit. Wey! Ein schönes neues Löckchen. Dann schauen wir uns das doch mal an. Okay, das Pfeifen gefällt mir nicht so, aber ich finde die relativ gut. Hat auch eine sehr hohe Fahrgastbewertung. Ist auch schon mal ein gutes Anzeichen.
So, alle Lokomotiven ersetzen. Warum wird das immer teurer? Ne, es wird billiger. Na komm. Schwing! So, ich hoffe, jetzt haben wir auch alle diese Lok. Yo. Wuhu! Was? Renseler? Was? Jetzt? Oh mein Gott. Renseler, jetzt schnellste Lokomotive. Schnellste Lok, neue Rekorde. Halten Welt in Atem. Sehr schön. Hier wechselt auch weiter wie ein Schnitzel. Oh toll, jetzt habe ich mich an Schnitzel erinnert und krieg Hunger. Geil. Gegendruckbremse. Verbessertes Bremssystem. Vermindert den Wartungsbedarf. Ja, das ziehen wir uns doch mal gerne rein. So, und wir gucken dann mal, dass wir jetzt hier weiter planen. Zack. Und fertig. Machen wir gleich noch einen Versorgungsturm hin. Aber erstmal müssen wir warten, bis das Geld reinkommt. So, der Versorgungsturm steht schon mal. Was haben wir noch? Genau, die 100 Passagiere. Ja, ich hoffe, wir kriegen das hin, weil irgendwie will scheinbar keine Sau von Cheyenne rüber nach Rock Springs. Wahrscheinlich ist das deswegen auch die Schwierigkeit bei dieser Aufgabe, dass man dann gucken muss, dass man entsprechend früh damit anfängt. Union Pacific Railroad, neuer Rekord. Way, 41 Meilen die Stunde. Ja, geile Sache. Wollen wir uns hier die Industrie kaufen? Macht das Sinn? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oh, nee, viel zu teuer. Es läuft aber auch einfach viel zu gut. Nun gut. Meanwhile in Cheyenne, Wachstum. Sehr gut. Oh, die ist noch teurer, meine Fresse. So, jetzt können wir uns auch endlich mal hier hinten die Zuglinie leisten. Was ist das? Einrichtung von Warendepots, das können wir uns gleich tatsächlich mal angucken. So, Moment, wir wollen einen neuen Zug. Mit köstlichem Obst. Wir nehmen Ette. Und gib ihm. Sehr schön, da freuen sich schon Leute hier. So, Warendepots können Waren aufnehmen und abgeben. Dadurch können beispielsweise Zentrallager errichtet werden. Ja, stimmt. Wir hatten es ja schon mal in dem Early Access ausprobiert. Ich entsinne mich. Campbell hat sich kontaktiert, ob ich den Betrieb übernehmen möchte. Ja, komm. So, den haben wir kurz hier erworben. Macht sogar Profit jede Woche. Whee! Das freut uns doch. So, wie weit sind wir mit den Passagieren? Okay, wir haben noch genug Zeit, Gott sei Dank. Und Shane wächst immer noch wie weiß ich nie was. Aber bei den Betrieben ist der Bedarf nicht gedeckt. Bei welchen denn? Bei dir geht's doch einigermaßen. Wir haben wieder ein bisschen was zum Forschen. Sehr schön. Wartungsbedarf der Lok reduzieren. Ja, machen wir. Nehmen wir. Gekauft. Ich überlege gerade, was wir hier für eine Industrie errichten könnten. Was haben wir denn an Waren? Wir haben Holz ohne Ende. Wir haben Fleisch, aber keine Rinder und dementsprechend keine Nachfrage. Baumwolle könnten wir... Haben wir ein bisschen? Ich guck mal gerade kurz, weil ich würde mich ganz gern auch mal damit... Ich muss sagen, ich kann es nachvollziehen mit dem Pausemodus, aber irgendwie finde ich es manchmal auch ein bisschen nervig, dass der jetzt nicht weiterläuft. Oh, so ein Sägewerk hier, das wäre mega gut. Weil wir haben ja hier sehr viel Holz. Glaube ich. Ja, von hier oben. Und dementsprechend würde ich jetzt mal gucken, dass wir einen... Cheyenne wächst. Hallo, ich will hier auf die Stadt klicken. Danke. Na, ein bisschen brauchen wir noch, aber jetzt wächst du leider nicht mehr. Das ist schade. Aber warm ab, wenn das Sägewerk steht, du. Dann holla die Waldfee, wirst du wachsen. Hier ist leider überhaupt kein Wachstum, weil keine Bedürfnisse gedeckt. Holz und Fleisch. Fehlanzeige. Ja, wobei, hier oben hätten wir schon mal Holz. Theoretisch. Frage ist, ist uns das jetzt vielleicht einfach mal egal? Ich glaube ja. Was haben wir hier?
mehr Leistung. Aber wir brauchen erst einmal standardisierte Bauteile. Ah, toll, Kaufpreis für neue Lokomotiven reduziert. Hätte ich das mal eher mir angeguckt. Moment, was? Fährt auf seiner Route aufgrund der hohen Steigung mit minimaler Geschwindigkeit. Setzte da Möglichkeit eine Lokomotive mit mehr Leistung ein. Aha. So, gucken wir mal, wo ist denn der Lümmel? Zug verwalten. Frachteinnahmen für Lebensmittel. Ja, komm, nehmen wir doch mal. Lokomotive kaufen. Bist du vielleicht besser? Warte. Nein, ich will jetzt keinen Betrieb kaufen. Ich will mir das einmal kurz anschauen. Geschwindigkeit, so Zugleistung 71, 44. Ja, komm, dann nehmen wir doch mal dich dafür. So, das schaffst du dann, glaube ich, besser. Gut, wieder was gelernt. Geschwindigkeit ist nicht alles. Es kommt auch auf die Leistung an. So, ich wollte hier ein Sägewerk bauen, ne? Das machen wir jetzt auch. Zack, denn Holz haben wir hier genug. Ja, komm, wir bauen mal so, dass es noch so im Dunstkreis des Bahnhofs ist. Und dann schauen wir doch mal, wie das hier gleich läuft. Vorhandene Rohstoffe, gibt es genug? Ich hoffe zumindest, dass es genug gibt. Jo, und die Produktion dreht auf. Und der Profit wird direkt angezogen. Das ist doch mal lecker, ihr Lieben. Ach, so mag ich das, ja. Und die Profit sinkt leider wieder. Wir brauchen nämlich mehr Holz vor der Hütte. Und du, jetzt hör mal auf, sagen, es war ein Kapitel erfolgreich. Du hast alle Pflichtaufgaben dieses Kapitels gefüllt. Schließe diesen Dialog, um dir die abschließende Bewertung deiner Leistung anzusehen. Sehr schön, wir sind durch mit dem Kapitel. Der Union Pacific Railroad war es trotz aller Herausforderungen gelungen, die endlosen Weiten der Great Plains zu durchqueren und die erbarmungslosen Steigungen der Rocky Mountains zu bezwingen. Aus Westen näherte sich die Central Pacific Railroad, doch der harte Winter von 1868 brachte alle Arbeiten zum Erliegen. Die beiden Linien standen sich nur noch wenige hundert Meilen voneinander entfernt gegenüber, im Nirgendwo der Berge. Der Traum der ersten transkontinentalen Eisenbahn schien zum Greifen nah und war doch von haushohen Schneemassen begraben oder eisigen Schneestürmen verweht worden. Ein Traum, der fast vier Dekaden vorher begonnen hatte. So, da hätten wir auch schon die Abschlussbewertung. Im Rang eines Zugführers. Das heißt, ich habe es, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht. Ja, hätte besser sein können, aber wir schauen mal. So, zeitliche Bewertung. Nur 17,2 von 20. So, je mehr Aufgaben du erfüllst und je schneller du dabei bist, desto höher ist die zeitliche Bewertung. Ah, okay, alles klar. Unternehmenswert während der Spieldauer haben wir auf 8,3 Millionen hochgeschraubt. Ja, kann was. Coole Sache. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dann mache ich an der Stelle mal meinen Cut. Ich freue mich schon auf die nächste Mission. Also ich muss sagen, bisher bin ich doch recht angefixt von dem Spiel. Also beim Early Access, da ging das ja noch so. Da hat es noch nicht so extrem gehuckt, aber jetzt bin ich definitiv angefixt. Und deswegen freue ich mich auf das nächste Kapitel. Das sehen wir beim nächsten Mal. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin, Tschüssikowski.